Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute, wie ihr sehen könnt, bin ich mal wieder solo unterwegs auf Datomir. Bevor wir jetzt hier im Thema kurz durchstarten, einfach noch in eigener Sache, vielen Dank für euren Support bisher. Habt ihr Freude an der Geländebaurei oder findet ihr die richtig gut? Könnt ihr mir helfen dabei, indem ihr das Ganze einfach weiterempfehlt und vielleicht auch in der einen oder anderen Warhammer-Gruppe. Ich denke, da werden auch Leute hier als eine oder andere abgucken können. Und ja, hilft mir einfach dabei, das Ganze vielleicht noch ein bisschen größer zu machen. Würde mich einfach freuen. Ich kann es natürlich schlecht selber vorstellen als Star Wars-Kanal in einer Warhammer-Gruppe. Daher, ja, bin ich in dem Fall ein bisschen auf eure Hilfe zum Beispiel angewiesen. Ansonsten, wie gesagt, ich freue mich über jeden Kommentar, den wir im Moment so bekommen. Zum Beispiel von, boah, jetzt habe ich seinen Namen, Hugo Müller. Da feiere ich es immer, der nennt mich mittlerweile Pinselimperator. Auch die anderen Kommentare von Doc Raven zum Beispiel immer wieder. Freut mich, gehe auch immer gerne auf eure Kommentare ein. Und ja, ihr habt ja auch vielleicht gesehen im letzten Video, Magda hat auch mal reingeschaut in die Kommentare und auch dementsprechend kommentiert. Und ja, mich freut es einfach, wenn ihr auch Spaß bei der Sache habt. Und natürlich freut es mich noch mehr, wenn wir noch ein paar mehr Leute erreichen können und vielleicht auch mal ein kleinerer Kanal etwas mehr beleuchtet wird durch eure Hilfe. So, nun zum Thema. Genug Eigenwerbung. Wir machen heute nochmal Gestein. Ja, war schon in Folge 2, in Folge 1 Thema. Ich weiß, tatsächlich brauche ich auch noch ein bisschen Gestein. Und ich habe ja auch in Folge 6, falls ihr Folge 6 nicht gesehen habt, das war das Halbfinale von der Platte. Ich blende euch hier oben nochmal ein. Da seht ihr auch unter anderem die Matte hier, die ist vom Kraken Wargames. Die stelle ich dann nochmal vor speziell. Auf jeden Fall in Folge 6 zeige ich euch ja, was der zweite große Eyecatcher der Platte ist. Das wird ein Nachtschwestern-Tempel. Ich sage jetzt nochmal auf und raus. Natürlich wird, was heißt natürlich, in der Skizze habt ihr gesehen, er wird umrahmt von zwei Steinklippen. Diese Steinklippen bauen wir in diesem Video jetzt nochmal. Außerdem habe ich dazu gebaut noch diese zwei Gesteinssachen. Einmal was Kleineres, wo sich dann kleinere Fahrzeuge oder schlankere Fahrzeuge wie ein AT-RT verstecken können oder auch ein Landgleiter. Was noch? In Taurücken können sie sich genauso verstecken. Und bei den größeren Dingen hier können es natürlich auch sich ein Droidpanzer, passen sie jetzt zur Droidarmee gerade, vielleicht clever dahinter setzen, dass er nicht von allen Seiten beschossen werden kann. Natürlich, ein AT-ST dürfte ja auch eine ziemlich gute Deckung bekommen. Ja, wie gesagt, wir bauen jetzt erstmal die Steinklippe hier und ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht mehr länger weiter hier rum. Wir switchen zum Bastelpart. Bis gleich. Zunächst mal habe ich mir mehrere Styrodurstücke zurechtgeschnitten und dies natürlich dann zusammengeklebt mit wasserfestem Leim. Ja, die Styrodurstücke sind alle 5 cm hoch. Insgesamt ist das unterste, die untersten beiden Platten 23,5 cm lang und 13 cm breit und wie gesagt pro Platte 5 cm hoch. Insgesamt wurden 9 Platten aufgetürmt, die dann eine Gesamthöhe von 45 cm ergaben. Ich habe natürlich ab der dritten Platte, habt ihr sehen können, die Platte schmaler gemacht. Die schmalste Platte insgesamt ist, glaube ich, 8 cm tatsächlich gewesen. Immer wieder schön mit Leim bestrichen, zusammengetürmt, immer wieder mit dem Tempel, der rechts zu sehen ein klein wenig ist, dann angepasst, dass es zusammen passt später im Gesamtbild und kombinierbar ist. Nach außen hin, jetzt die linke Seite natürlich auch schon dementsprechend zurechtgeschnitten, weil dann da die Klippe enden wird. Das Ganze muss natürlich jetzt erstmal ordentlich durchtrocknen, bevor wir hier das Gestein und weiter zurechtschneiden. Datomir ist eine trockenere Welt, allerdings sind die Gesteinsschichten nicht so krass zu sehen wie bei Geonosis. Datomir ist auch nicht so ausgewöhnt worden wie Geonosis, wenn wir jetzt mal kurz bei Star Wars ein bisschen gucken durch den Fluff. Daher ist die Flächen schon gröber bei Datomir zwar, aber schon großflächiger. Ich habe mir auch von meinen anderen Geländestücken immer wieder so ein Gesteinsstück, was ich schon gebaut habe quasi oder gebastelt habe, dazugeholt, um mich daran zu orientieren, dass alle Geländestücke untereinander auch ein Gesamtbild ergeben, was Sinn ergibt einfach. Nach rechts hin hier jetzt gerade wird das Geländestück abgerundet, weil einfach da die Klippe ändern wird als, oder enden wird als Geländestück. Natürlich habe ich, seht ihr jetzt gerade im rechten oberen Bild, auch immer wieder das Geländestück, was aufgetürmt wird von der Klippe, dieser zweite Part, immer wieder auch mal aufgestellt und das zusammen dann zurechtgeschnitten, damit es ein stimmiges Gesamtbild gibt vom Übergang her. Warum zweiteilig? Ganz einfach, damit der Transport ein bisschen leichter ist für mich. Ich habe ja auch immer wieder Gedanken, ich möchte die Geländestücke transportieren können für meine Turniere oder Turniere, die ich besuche.
Und hier mal kurz ein Zwischenstand, wie das Ganze aussah, nachdem das Ganze zurechtgeschnitten und verklebt war. Hier mal mit Kenobi, also hier hat er auf jeden Fall den High Ground bei dem rechten Geländeteil. Und jetzt geht's ans Bemalen. Ja, wie immer geht es erst mit der Strukturfarbe los. Die Strukturfarbe ist immer noch die, die ich an Folge 2 angemischt hatte. Strukturfarbe besteht aus drei Teilen. Bei mir aus Leim, wasserfesten Leim bei mir immer, als weiteren zusätzlichen Schutz. Eine Abtönfarbe eurer Wahl könnt ihr da nehmen. Braun, grün, wie auch immer. Vogelsand und je nach Thema könnt ihr ein bisschen variieren vom Mischverhältnis. Gebt einfach etwas mehr Leim hinzu, dann könnt ihr das genauso auch nehmen für eine schlammige Region oder auch sogar für eine Schneewelle, wenn ihr viel Leim dazu gibt und wenig Sand. Gebt ihr mehr Sand hinzu, habt natürlich eine Strukturfarbe, die sich ideal für Tatooine eignet oder auch für Geonosis. Gleiches könnt ihr auch ein paar kleine Steinchen dazu geben. Eignet sich auch immer für so Felsen- oder Wüstenregionen. Die Strukturfarbe gut auftragen, denn die Strukturfarbe bietet auch euren wichtigsten Schutz für euer Geländestück, um genau zu sein. Denn die Strukturfarbe trocknet doch sehr fest aus mit dem Sand und dem Leim zusammen. Und dadurch wird euer Geländestück doch sehr hieb- und stoßfest, dann auch beim Transport. Ja, danach geht's los mit einem Shade. Wie macht man denn einen Shade selbst? Das ist ziemlich einfach. Ihr nehmt eine dunkle Farbe eurer Wahl. Es kann braun sein, schwarz sein, es kann auch blau sein, je nachdem, was ihr machen wollt. Ein Teil Farbe zu 10 Teilen Wasser verdünnen. Also 10-mal so viel Wasser ungefähr. Ihr könnt auch mehr nehmen, dann ist das Shade natürlich nicht ganz so kräftig. Wichtig allerdings, gebt ein klein wenig Spül in euer Wasser hinzu. Warum? Denn das Spülmittel löst eure Wasseroberflächenspannung auf. Bedeutet, euer Wasser zerfließt, dadurch fließt euer Shade auch in die ganzen tiefen Rillen, die ihr euch reinschneidet in eure Geländestücke. Und dunkeln so eure Geländestücke ideal ab. Das könnt ihr auch bei einem Raumschiff machen von Revell, zum Beispiel für ein abgestütztes Wrack. Gibt es dazu übrigens auch ein Video, blende ich euch oben ein. Ja, circa 60 bis 90 Minuten Trockenzeit wieder bei so einer Shade-Sache hier. Dann geht es aber auch los mit unserem Bordeaux-Rot als erste Aufhellungsfarbe. Ist unsere ganz normale Bordeaux-Rot-Abfüllfarbe, die auch in der Strukturfarbe drin ist. Hier großflächig einfach trocken gebürstet. Ja, und hier habe ich einfach quer wie trocken gebürstet, ohne groß auf meine Pinselführung zu achten hier bei den Geländeteilen. Das wird sich später ändern, damit einfach die Schatten sich besser bilden. Teilweise bin ich sogar mit dem Bordeaux-Rot mehrmals drüber gegangen, damit es einfach deckender war. Gerade hier oben beim Vorsprung bin ich mehr wie nur einmal drüber gegangen. Ist das erledigt, nehmen wir auch die nächste Aufhellungsfarbe. Das ist dann unser Bordeaux-Rot im Mischverhältnis 1:1 mit Weiß und werden beide Trockenbürsten. Ich nehme hier einfach einen ganz normalen Trockenbürstel, nichts Besonderes. Wichtig ist einfach den Pinsel immer wieder Farbe aufnehmen, an einem Stück Zeber gut abtupfen, damit nicht ganz so viel Farbe mehr am Pinsel ist, damit alte Malschritte nicht überdeckt werden, wie zum Beispiel unser Schritt mit dem Shade und unser Schritt zuvor mit der Abtönfarbe Bordeaux-Rot. Hier achte ich allerdings darauf, dass ich bei diesem Malschritt schon nicht so viel Farbe direkt unterhalb des Vorsprungs nehme oder oberhalb dieser, ich nenne es mal diesem Erdloch oder Höhlenloch, damit da ein Schattenspülchen entstehen kann. Schließlich, der Vorsprung verdeckt die Ecke ein bisschen, da wird nicht ganz so viel Licht hinfallen. Als nächstes nehmen wir unsere Farbe im Mischverhältnis 1:5, Bordeaux-Rot mit 5 Teilen Weiß. Wieder den Pinsel gut abtupfen und hier versuche ich nicht mehr den Pinsel querbeet über das Geländestück zu jagen, sondern möglichst nur oben nach unten, sehr punktuell, manchmal auch von links nach rechts, einfach damit das Licht von oben nach unten abfällt und die meiste dieser Farbe eher oben an dem Geländestück landet als nach unten hin.
Nun die letzte Aufhellfarbe, Mischwelle ist 1:8, bedeutet ein Teil Bordeaux zu 8 Teilen Weiß. Diese Farbe wirklich sehr gut darauf achten, dass man den Pinsel gut abstreift, damit die alten Malschritte nicht überdeckt werden, sonst ist alles andere hinfällig. Ich habe den Pinsel lieber mehrmals neu überstrichen mit Farbe, statt einmal zu viel Farbe mit dem Pinsel auf das Rennstück zu bringen. Natürlich, die Farbe wurde auch hauptsächlich eher im oberen Teil benutzt, unten hin eher weniger, eher an markanten Kanten dann, ja, aber ansonsten die Farbe habe ich meistens nach oben hin mehr benutzt und unterhalb des Vorsprungs überhaupt nicht. Und das ist auch unser letzter Malschritt für dieses Geländestück. Hier nochmal abschließend ein Bild von dem Geländestück. Ich habe es leider versäumt, das Geländestück abzufilmen, bevor ich es weiter bearbeitet habe. Was daraus wurde, seht ihr dann am Freitag in Folge 9 in Flora und Fauna von Datomir. Und jetzt ein paar Videosequenzen ohne Kommentar auf mir. Viel Spaß und bis gleich. Hey, willkommen zurück. Ich hoffe, euch war die Bastelhilfe oder die Bastelei auch eine Hilfe dann jetzt dann oder ist es euch irgendwie hilfreich? Feedback gerne immer gesehen, ne? Gerade wenn es ums Thema Veranschaulichung geht, bin ich immer dankbar, wenn ihr mir dann noch ein bisschen Feedback gibt. Ich möchte nur vorwegnehmen, so viel mit den Kameraeinstellungen spielen kann ich gar nicht mehr, denn die großen groben Arbeiten für Datomir sind tatsächlich schon fertig. Es geht nur noch bei mir um Feinschliff, um ein paar Ausarbeitungen von ein paar Sachen von einzelnen Geländestücken. Und vor allem Videoschnitt. Also nicht, dass ihr mir böse seid oder euch wundert, hey, ich gebe ihm ein Feedback, aber er setzt es ja gar nicht mehr um. Es ist tatsächlich kaum noch möglich, das umzusetzen, aber es sind Sachen, die sind für mich ja dann trotzdem wichtig zu wissen, dass ich sie bei kommenden Projekten oder auch einzelnen Geländeobjekten, die ich mal für euch baue, wie zum Beispiel bei diesen Felsengestein oder bei diesem Jedi-Jägerwrack, dass ich solche Sachen dann da umsetzen kann oder bei einer neuen Geländebauserie, ganz klar. Gut, nun zurück zu dem Gestein hier. Ich mache den mal kurz weg. Ich kann euch diese Riesenklippe, die habt ihr im Bastelverlauf hauptsächlich gesehen, leider nicht von vorne zeigen. Sonst würde ich euch spoilern, was am Freitag dann erscheint. Ich blende euch aber hier nochmal kurz ein Bild ein. Also diese Klippe ist tatsächlich 45 cm hoch. Es sind 9 Platten mit je 5 cm Stärke aufeinander getürmt. Und, ja, jetzt müsst ihr mich wieder sehen. So, hier nochmal das Seitenprofil. Ihr seht ja auch unten ist es deutlich breiter, dass es einen festeren Stand hat, wird nach oben hin etwas schmaler. Und dann war es mir ein bisschen zu eintönig, deswegen habe ich hier dann so einen Felsvorsprung einfach mit reingemacht. Und ihr seht es auch, das Ding ist immer noch zweiteilig, dass ich es einfach leichter transportieren kann, denn ich habe ja immer den Gedanken auch, ich möchte Turniere austragen können, sobald wir wieder dürfen. Es auch Sinn macht natürlich. Daher ist es besser, wenn das Ding zweiteilig ist, dann ist es nicht so bruchgefährdet eventuell auch durch den Transport, weil je größer ein Geländestück ist, desto mehr muss man natürlich aufpassen, dass dem ganzen Zeug nicht was passiert auf dem Transportweg oder auf dem Transport einfach. Ja, ist natürlich ein Geländestück, was die Spielfläche an sich schön umrahmt, aber nicht so krass beeinflusst, weil es irgendein Geländestück ist, was natürlich am Rand steht, weil ihr seht es ja auch hier hinten. Das geht gerade runter. Hier hinten ist im Prinzip auch nichts. Das Ding muss am Rand irgendwo stehen und daher gefällt es mir das natürlich. Hier, die zwei habe ich auch gemacht. Einfach mal als Alternative zu meinen großen Ritualfelsen. Den blende ich euch hier oben nochmal ein. Den habe ich in Folge 2 gebaut gehabt. Mit dieser Steinmaske. Ist so quasi der zentrale Eyecatcher meiner Datomir-Platte meistens dann später. Ja. Kleiner Ausblick nochmal auf Freitag, wie gesagt, Thema ist da dann Flora und Fauna von Datomir. Da baue ich dann ein paar Sachen und Magda bastelt das tatsächlich sogar ein klein wenig mit. Ja, ansonsten bleibt mir heute gar nicht mehr so viel zu sagen. Es war jetzt eher ein bisschen Wiederholung zu einem anderen Thema, was wir ja schon hatten, sprich Steine schneiden.
Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und mich freut es natürlich, wenn ihr wieder am Freitag dann mit dabei seid bei der neuen Folge. Und gefällt euch das Ganze hier, lasst gerne ein Abo da, ein Like da oder, da könnt ihr mir mit natürlich am meisten helfen, empfehlt das Ganze ja einfach auch weiter. In euren lokalen Spielgruppen, vielleicht auch in eurer WhatsApp-Gruppe, wo auch immer, ist mir natürlich auch eine Riesenhilfe, wenn ihr das Ganze einfach weiterempfehlt. Und ich denke, auch andere Spielsysteme können sich hier vielleicht das eine andere abgucken bei dem Bau einer eigenen Spielplatte. So, genug Eigenwerbung für heute. Und sage ich einfach mal ciao, bis zum nächsten Video. Und ich freue mich schon drauf, wenn ihr dann da wieder mit dabei seid. Macht's gut, Leute. Bis dann.